Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir uns eine neue OECD-Studie an, die Deutschland eine sehr hohe Steuer- und Abgabenlast attestiert. Außerdem hören Sie ein Interview mit Maximilian Theyenthal, dem Co-Gründer der Neobank N26. Wir haben Donnerstag, den 25. April und ich bin Anis Mitschijevic. Jeder Mensch muss Steuern zahlen. Der Staat kassiert von Dicken und von Schmalen. Keiner zahlt sie gerne, wie ich weiß. In meinem Bekanntenkreis. Vom Lohn ein Drittel so im Schnitt. Ein Drittel so im Schnitt. Und was macht der Staat damit? Der Staat damit, damit. Ja, es wäre schön, wenn's nur ein Drittel wäre. Inzwischen ist es leider deutlich mehr. Deutschland ist Vize-Weltmeister. Und zwar bei der Belastung durch Steuern und Abgaben. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Verglichen wurden dabei die Zahlen aus 38 Mitgliedstaaten weltweit. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener noch höhere Steuern und Sozialabgaben zahlen als hierzulande. Ein denkbar schwacher Trost. Die OECD-Studie dürfte die Steuerdebatte in der Ampelregierung weiter anheizen. Doch es gibt auch Zweifel an der Vergleichbarkeit der Zahlen. Manche Ökonomen halten nämlich die Analyse für unvollständig. Jan Hildebrandt, stellvertretender Leiter unseres Berliner Büros, hat sich die Studie mal genauer angeschaut und ordnet das Ganze für uns ein. Außerdem hat meine Kollegin Sandra Grönefeld auf dem Fintech-Festival FIBE in Berlin mit Maximilian Theyenthal, dem Co-Gründer der Neobank N26, gesprochen. Und zwar über das schnelle Wachstum, das die BaFin auf den Plan rief, den Wettbewerb mit klassischen Banken und Neobrokern wie Scalable und Trade Republic und nicht zuletzt über die Zukunftspläne des Unternehmens. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Heute mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo, grüß dich. Ja, wie stellt sich denn heute die Lage an den Märkten dar? Ja, die Stimmung scheint ein bisschen gedrückt zu sein. Es geht ja in den letzten Tagen oder Wochen und Monaten im Grunde geht's ja immer hin und her. Ist immer die Frage, was macht die US-Notenbank, wie bewegen sich die Zinsen und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass wir jetzt ein neues Thema oder ein verändertes Thema dazu bekommen haben. Und zwar die Tatsache, dass KI zwar ganz wundervoll ist und dass man da auch große Hoffnungen haben kann, dass es aber auch richtig viel Geld kostet. Mhm. Und das hat sich gezeigt, als Mark Zuckerberg die Zahlen vorgestellt hat für Meta, also Meta gleich Facebook sozusagen. Genau, gestern Abend wurden die ja vorgestellt, ja. Mhm. Genau, genau. Und es war interessant, am Tag vorher hat Tesla schlechte Zahlen vorgestellt und die Aktie ist hochgegangen, weil der Ausblick gut war auf neue Modelle. Und gestern war es umgekehrt. Da waren die Zahlen von Meta waren eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Zuckerberg hat erklärt, dass er sehr viel Geld, 40 Milliarden Dollar, in KI investieren will. Mhm. Und da ist vielen Leuten, glaube ich, so richtig klar geworden. Und ich glaube, das rattert so ein bisschen durch die ganzen Weltbörsen. Das hat man auch teilweise an den Tech-Werten in Fernost gesehen, dass KI eben auch richtig teuer ist. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz interessante Wendung bei diesem Hoffnungsthema KI. Mhm. Und die Logik bei den Anlegern ist dann in dem Kontext, ja, wenn er jetzt so viele Milliarden erstmal investieren muss, dann wird das natürlich auch auf die Gewinne auf kurze Sicht drücken.
Genau so ist es. Und ich meine, bei Zuckerberg kann ein bisschen noch im Hintergrund stecken, dass die Aktie ja auch in der Vergangenheit, ein wechselvolles Schicksal hatte. Mhm. Zuckerberg hat ja auch mal sehr viel für sein virtuelles Reich, nachdem ja Meta dann benannt ist, ausgegeben, wo man dann sich gefragt hat, wo ist das Geld geblieben und so weiter. Also es ist auch ein bisschen natürlich ein spezieller Zuckerberg-Effekt, der zu diesem Kursabsturz von 15% geführt hat. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, hat so ein bisschen die Sichtweise auf das ganze Thema KI verändert und das lastet jetzt etwas auf den Börsen. Mhm. Ja, und was heute auf jeden Fall auch auf den Börsen lastet, sind die Konjunkturdaten aus den USA, die eben reingekommen sind. Die US-Wirtschaft ist einer ersten Schätzung zufolge im ersten Quartal dieses Jahres um 1,6% gewachsen. Klingt erstmal gut. Allerdings, wenn die Experten vorher erwartet hatten, dass es um 1,8% raufgeht, dann ist das natürlich direkt eine Enttäuschung für die Anlegerinnen und Anleger. Und als Folge davon notiert der DAX jetzt deutlich unter der 18.000-Punkte-Marke, aktuell um die 17.800 Punkte. Es gab heute natürlich so ein regelrechtes Zahlengewitter. Unter anderem hat auch die Deutsche Bank Zahlen vorgelegt und die fielen so gut aus wie seit 2012 nicht mehr. Was war denn da los? Ja, das ist auch ganz interessant. Also bei den Banken ist natürlich die Sorge groß gewesen im Vorfeld und ist wahrscheinlich hier und da immer noch groß, dass wenn die Zinsen demnächst sinken, dass es dann möglicherweise, dass das auf die Gewinnmargen geht. Und die Sorge könnte auch groß sein, gerade hier in Europa ist ja auch in Deutschland ist ja, läuft die Konjunktur nicht so gut, dass man möglicherweise eben auch mal Kreditausfälle hat. Aber bei der Deutschen Bank ist das völlig überlagert worden dadurch, dass sie sehr gute Geschäfte im Investmentbanking gemacht hat. Mhm. Und da kommt eben auch zum Tragen, dass die Märkte, und zwar auch gerade die Anleihemärkte, im Moment sehr schwanken, sehr volatil sind, wie die Profis sagen. Und die Deutsche Bank ist schon immer sehr, sehr stark im Anleihehandel gewesen. Und das ist so einer der Bereiche, die sehr gut gelaufen sind und auch das Investmentbanking insgesamt, also das ganze Kapitalmarktgeschäft. Und das hat es wieder rausgerissen. Und das scheint als sehr positive Botschaft dann auf einmal doch durchgedrungen zu sein, sodass die Aktie in der Spitze teilweise bis über 7% gewonnen hat und eindeutig auch an der Spitze vom DAX liegt. Mhm. Ja, ich muss mich an der Stelle korrigieren. Natürlich das beste Ergebnis seit 2013 und nicht seit 2012. Genau, wir wollen hier natürlich keine falschen Informationen verbreiten. Und dann gab es noch einen Wert im DAX, der heute tatsächlich sehr spannend war, und zwar das Chemieunternehmen BASF. Da gab es ja auch personelle Veränderungen. Ja, es gibt da einen neuen Chef, Margus Kamieth. Und der hat eben eine Rede gehalten auf der HV und da ist es so, dass er gesagt hat, ja, es muss sich noch viel ändern. Es hat ja auch Stellenabbau gegeben bei BASF. Das Geschäft ist schwierig wegen der hohen Energiekosten und auch, weil BASF eben lange Zeit relativ abhängig war von Russland. Da ist eine ganze Menge an Problemen liegen davor. Und Kamieth hat jetzt gesagt, da muss noch viel passieren, aber er will erst in einigen Monaten sagen, was er jetzt nun eigentlich macht, und das scheint den Anlegern nicht so gut gefallen zu haben und deswegen stand die BASF-Aktie unter Druck. Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, der bisherige langjährige BASF-Chef Martin Brudermüller verabschiedet sich auf der Hauptversammlung mit einer gemischten Bilanz. Ja, und Frank, ich verabschiede mich jetzt ganz hoffnungsfroh von dir und wir schauen uns heute Abend natürlich auch die Zahlen von Alphabet und von Microsoft an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema KI auch dort eine Rolle spielen wird. Vielen Dank für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt,
als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, vergleicht jedes Jahr die Steuer- und Abgabenlast in 38 Mitgliedstaaten. Ja, und in diesem Ranking gehört Deutschland seit langem zur Spitzengruppe. Und daran hat sich auch in diesem Jahr leider nichts geändert. Mein Kollege Jan Hildebrand hat sich die neue Taxing Wages Studie der OECD angeschaut. Hallo Jan. Hallo Arnes. Ja, Deutschland ist Vize-Weltmeister bei der Belastung durch Steuern und Abgaben. Und ich glaube, auf den Titel hätten wir gut verzichten können. Warum stehen wir in diesem Negativ-Ranking so weit oben? Ja, also der Grund ist eigentlich relativ simpel. Wir sind ein Hochsteuerland. Und das gilt halt besonders für die Belastung von Einkommen, um die es ja hier in dieser Studie geht. Also da wird jetzt nicht geguckt, wo liegt die Mehrwertsteuer oder die Erbschaftssteuer, sondern speziell die Einkommensteuer, die Arbeitnehmer und Selbstständige zahlen müssen. Und da haben wir über die Steuern und vor allem auch über die Sozialabgaben, also Rentenbeiträge, Arbeitslosenbeitrag, in Deutschland eine, verglichen mit anderen Ländern, eine relativ hohe Belastung. Wie hoch ist die? Da muss man auf die verschiedenen Gruppen schauen, aber sagen wir mal für Singles, also Alleinverdiener, liegt sie bei 47,9%. Das ist also, wenn man abrechnet, was geht an Einkommensteuer runter und was führt der Arbeitgeber und was führe ich selber an Sozialbeiträgen ab, dann sind das diese 47,9%, die von meinem Gehalt erstmal verschwinden. Und das ist dann doch deutlich mehr als der OECD-Durchschnitt, der bei 34,8% liegt. Ja, und es gibt nur ein OECD-Land, in dem die Steuer- und Abgabenlast noch höher ist als hierzulande, und das ist Belgien. Wie ist das zu erklären? Ja, also genau, wir bewegen uns halt als Deutschland schon sehr weit oben in der Spitzengruppe traditionell, und Belgien ist tatsächlich auch schon konstant seit langer Zeit das einzige Land, wo Arbeitseinkommen noch stärker belastet werden als bei uns. Alle anderen sortieren sich unter uns ein. Da ist auch relativ wenig Bewegung so in der Spitzengruppe. Wie gesagt, Belgien, Deutschland schon lange da ganz oben. Und auch wenn jetzt bei uns zum Beispiel die Belastung im vergangenen Jahr so ein Stück weit, also minimal zurückgegangen ist gegenüber 2022, es hat halt nicht gereicht, um dort wirklich mal, sagen wir mal, nach unten etwas zu kommen. Welche Zahlen fließen denn in diese Berechnungen der OECD ein? Also wenn die OECD schaut, wie wird das Arbeitseinkommen belastet durch die Einkommensteuer, die jeder von uns zahlen muss, und die Sozialabgaben, das sind der Rentenbeitrag, die Arbeitslosenversicherung, die Gesundheitsversicherung. Das wird halt geschaut, was zahlt der Arbeitgeber, Pflegeversicherung kommt auch noch hinzu, was zahlt der Arbeitgeber, was zahlt der Arbeitnehmer. Beide Anteile werden berücksichtigt in diesen Zahlen. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, Deutschland ist ein Hochsteuerland, und da würden auch viele konservative Ökonomen zustimmen, die OECD-Statistik als Beleg dafür sehen. Jetzt gibt's aber auch linke Ökonomen, die die Analyse für unvollständig halten. Wer hat recht? So ein bisschen beide. Also man muss schon sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, es ist recht eindeutig, Deutschland ist ein Hochsteuerland, was die Belastung von Singles angeht, Vize-Weltmeister. Wenn wir schauen, wie sieht's bei Familien aus, wo nur einer verdient, ist es nicht ganz so schlimm, da liegen wir auf dem 9. Platz. Aber auch das ist ja gemessen an 38 anderen jetzt zumindest nicht wenig. Nichts, weswegen man sich auf die Schulter klopfen könnte. Genau. Das Argument allerdings, was natürlich Ökonomen anführen, diese Studie, und sie behauptet auch nichts anderes, guckt nur darauf, wie werden Arbeitseinkommen belastet. Sie schaut nicht darauf, wie hoch ist die Umsatzsteuer in einem Land, wie hoch ist die Steuer auf Immobilien, wie hoch ist die Erbschaftssteuer. Und da gibt es schon Bereiche, also bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel liegt Deutschland, sagen wir mal, wenn man so im EU-Vergleich guckt, doch eher im unteren Drittel. Also da ist die Belastung in Deutschland nicht so, was die Belastung von Kapitaleinkommen angeht, aus Immobilien und so weiter. Da ist Deutschland sogar relativ gering, was da erhoben wird vom Staat. Erbschaftssteuer relativ gering, Grundsteuer relativ gering. Das heißt also, wenn man jetzt die Gesamtsteuerlast anguckt, dann relativiert sich das Ganze so ein bisschen, und wir sind dann zumindest nicht mehr Vize-Weltmeister, sondern liegen im
oberen Mittelfeld, wenn wir auf Europa schauen. Und trotzdem kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass diese Studie auch nochmal den ampelinternen Streit über die Steuerbelastung in Deutschland zusätzlich anheizen dürfte, oder? Ja, also aus der FDP haben sich natürlich schon die ersten Politiker zu Wort gemeldet, die das ja letztlich auch als Beleg anführen können für das, was sie nämlich fordern, weitere Steuerentlastungen. Da geht es um den Inflationsausgleich, also diese berühmte kalte Progression, die der Finanzminister ja auch fürs nächste Jahr wieder ausgleichen will. Es gibt ja aber auch aus der FDP die Forderung, den Solidaritätszuschlag, der nur auch von Spitzenverdienern und Unternehmen gezahlt wird, abzuschaffen. Also da fühlt man sich bestätigt in der Forderung nach weiteren Steuerentlastungen. Ja, und zum Schluss nochmal umgekehrt gefragt. In welchen Ländern ist denn die Steuer- und Abgabenlast besonders niedrig? Also unter den OECD-Staaten besonders oder ganz unten stehen Chile, Kolumbien und Mexiko. Und das gibt natürlich auch so einen kleinen Hinweis, warum es durchaus auch Kritik an der Studie gibt und gesagt wird, das ist nicht das ganze Bild, denn weiß ich nicht, ob man jetzt tauschen will mit Chile oder Kolumbien. Dort sind natürlich auch die staatlichen Leistungen geringer als in Deutschland. Das gilt auch für die USA, die auch weiter unten liegen. Da müssen halt dann die Bürger doch sehr viel mehr aus ihrem privaten Einkommen später dann sich an Leistungen holen, die bei uns halt über Renten, Gesundheits-, Krankenversicherungen oder staatliche Leistungen, die aus Steuern finanziert werden, hier halt vom Staat bereitgestellt werden. Also genau, das zeigt natürlich, man muss nicht nur gucken, was kassiert der Staat, sondern man muss halt auch schauen, was bekommt man dafür für Leistungen und die Frage, ob beides noch in einem vernünftigen Verhältnis steht, darüber gibt es natürlich tatsächlich eine intensive Diskussion. Ja, und wer sich jetzt nur dafür interessiert, wie jetzt die nackten Zahlen mit Blick auf die Belastung des Arbeitseinkommens ausgefallen sind in dieser OECD-Studie, kann das auch nochmal alles ganz kompakt digital nachlesen in deinem Artikel, der übrigens auch noch garniert ist mit ein paar sehr informativen Grafiken. Und den werden wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge verlinken. Vielen Dank, Jan, für die Einordnung. Sehr gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Meine Kollegin Sandra Grönefeld hat auf dem Berliner Fintech Festival Vibe mit Maximilian Theyenthal, dem Co-Gründer der Neobank N26, gesprochen. Darin schildert er, was er von den Wachstumsbeschränkungen hält, die die Finanzaufsicht BaFin seinem Unternehmen im Jahr 2021 auferlegt hat, wie er auf die Konkurrenz blickt und wie die Zukunftspläne von N26 aussehen. Das ganze Gespräch hören Sie jetzt. Ja, wir befinden uns aktuell auf der Podcast-Stage unseres neuen Fintech-Festivals Vibe und bei mir sitzt der Co-Gründer und CEO Maximilian Theyenthal von der Neobank N26. Herzlich willkommen in unserem Podcast Handelsblatt Today. Herzlichen Dank. Ja, Sie sind, also N26 ist klar ein Berliner Einhorn. In unheimlich kurzer Zeit seid ihr vom Fintech zur vorlizenzierten Bank gewachsen, die jetzt tatsächlich auch etablierten Bankhäusern durchaus Konkurrenz macht. Wie blickst du denn auf die Meilensteine dieser Entwicklung zurück? Wir haben N26 2013 gegründet aus unserem
Wohnzimmer in Wien, haben uns dann einen Monat überlegt, sollen wir nach Berlin oder nach London gehen, haben uns zum Glück aus heutiger Sicht für Berlin entschieden. Das war damals noch nicht so offensichtlich, weil damals vor allem im Fintech-Bereich London das deutlich entwickeltere Ökosystem war. Man sieht heute an der Konferenz auch, dass Berlin als Standort deutlich aufgeholt hat. Man darf wahrscheinlich sagen, auch London überholt hat als europäische Fintech-Hauptstadt. Mhm. Milestone war sicherlich unser Launch unseres Produktes 2015. Die Banklizenz, die wir 2017 bekommen haben, die Finanzierungsrunden, die Expansion aus Deutschland in andere Märkte. Und jetzt geht es darum, in den Märkten, in denen wir sind. Wir sind in 25 Märkten heute die einzige Bank, die basierend auf einer IT-Plattform und einer Banklizenz Kunden in ganz Europa onboardet, in diesen Märkten mehr Kunden zu erreichen, indem wir mehr Produkte launchen und ein immer stärkeres Angebot machen können. Hm. Lass uns über die doch schon Krisenjahre 22, 23 näher sprechen. B2C-Geschäftsmodelle sind da ja stark unter Druck geraten. Wie blickt denn N26 auf dieses doch schwierige Marktumfeld zurück und was wurde aus der Zeit gelernt? Wenn man im Startup-Bereich so lange tätig ist wie ich, seit 2013, dann sieht man das Pendel schon das eine oder andere Mal in die eine und in die andere Richtung ausschlagen. Am Anfang, als wir angefangen haben, hat sich keiner für Fintech interessiert. Dann kam die große Fintech-Welle. Ganz viele Leute wollten dort investieren. Dann ging alles um Wachstum. Dann haben einige Investoren viel Geld verloren mit Unternehmen, die erfolgreich negative Unit Economics skaliert haben, wie Uber, WeWork, Lyft. Dann ist es wieder darum gegangen, ein Sustainable Business Modell aufzubauen. Dann war die Craziness der Zeit vor 2021, wo einfach Geld extrem günstig war, wo es sehr, sehr stark um Wachstum ging, viel mehr als um ein, wie wir sagen, Sustainable Business Modell, mehr als um ein nachhaltiges Business Modell. Und seit Anfang 2022 ist es wieder sozusagen sehr, sehr tight, was eigentlich immer auch gute Zeiten waren, weil man dann immer mehr diszipliniert ist, mehr darauf fokussiert ist, wie man die Effizienz der Organisation steigern kann. Wenn man auf die letzten 2 Jahre blickt, die Multiples und damit das Fundraising-Environment, also wie viel bekomme ich für die Umsätze beispielsweise, die ich erziele, was ist eine Bewertung in Abhängigkeit davon und letztlich, wie viel Kapital kann ich raisen, die sind, sag ich mal, gleich schlecht für alle, aber N26 ist im Kern Geschäftsmodell, wir haben eine Banklizenz, wird von steigenden Zinsen sehr positiv beeinflusst, weil wir haben, wie wir sagen, eine Bilanz. Das heißt, wir haben Kundengelder und das macht einen riesengroßen Unterschied, ob die Baseline, die Grundlage für das Treasury-Geschäft irgendwie bei minus 50 Basispunkten, -1,5% EZB-Rate liegt oder ob wir aktuell bei 4% sind, und die Spreads, das heißt, die Risikoaufschläge sich nochmal erweitert haben. Das heißt, man kann heute sehr viel mehr aus dem Geld der Kunden machen. Das Positive für uns ist, wir haben unsere Plattform gebaut, eben in der Zeit der Niedrigzinsen und wir haben jeden Euro zweimal umgedreht, bevor wir ihn ausgegeben haben. Das heißt, heute ist unsere Plattform sehr skalierbar. Es macht für uns keinen Unterschied, wenn wir die Systeme richtig gebaut haben, ob wir morgen 50 Kunden oder 50.000 Kunden onboarden. Das heißt, das Businessmodell funktioniert, war viele Jahre auch eine der häufig gestellten Fragen von Journalisten oder auf Konferenzen wie dieser hier. Wie können wir einen Kunden monetarisieren? Und es ist tatsächlich so, niemand hat zuvor einen Kunden monetarisiert in einem Negativzinsumfeld mit einem Bankkonto ohne Gebühren und in einem Umfeld, wo die Interchange, das heißt, was die Hälter für Kartentransaktionen zahlen, gekappt ist, wie das in der Europäischen Union der Fall ist. Aber wir haben heute festgestellt, wir können die Kunden monetarisieren, fair und transparent, basierend auf unserer deutlich geringeren Kostenbasis. Und die einzige Herausforderung, die wir heute haben, ist, zu wie vielen Kunden wir unser Produkt bringen können. Und natürlich auch neue Produktstrategien entwickeln, um potenziell auch neue Kunden zu erreichen. Sprechen wir deshalb über die aktuelle Produktstrategie von N26. Seit letztem Jahr können Kunden ja auch in der App mit Kryptowährungen handeln. Inwiefern denkst du denn, hat N26 dadurch auch vom doch Hype um Bitcoin zuletzt profitiert?
wir entwickeln unsere Strategien langfristig. Das heißt, wir machen das jetzt unabhängig von kurzfristigen Schwankungen der Kryptopreise. Letztlich wollen wir der Partner unserer Kunden in finanziellen Angelegenheiten sein. Und wir glauben daran, dass ein großer Teil unserer Kunden einen gewissen Wohlstand, vor allem über Investments in ein wohl diversifiziertes Portfolio von Assets aufbauen kann. Deshalb haben wir zunächst Krypto gelauncht und jetzt gerade Equities, das heißt der Handel mit ETFs und Aktien. Hm. Heißt das also auch, dass so auch die doch inzwischen zahlreichen Skandale rund um die Kryptowelt, also auch sowas wie ne, Stichwort FTX, beschäftigen dich eher wenig, wenn du sagst, du ist es eher so langfristig getrieben, oder erschüttern die dich doch auch? Ich glaube, Krypto ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube auch, dass ein großer Teil der Kryptowährungen, die es aktuell heute noch gibt, wieder verschwinden werden. Aber wir glauben, dass die Bedeutung von Kryptowährungen aus verschiedenen Gründen in den nächsten Jahren zunehmen wird. Okay. Und kürzlich ist ja auch N26 in den Handel mit Aktien und ETFs eingestiegen. Im Grunde ist das, muss man ja schon sagen, ein später Angriff auf Konkurrenten, wie zum Beispiel Trade Republic oder auch Scalable, die das schon ein bisschen länger machen. Wie will N26 diesen Rückstand aufholen? Wir kommen aus einem anderen Bereich als die von dir genannten Mitspieler. Die haben mit einer Trading Proposition angefangen, um Trade Republic zu nennen, die kommen jetzt stärker auch in unseren Bereich. Für uns ist es ein logischer weiterer Schritt. Wir haben ein Bankkonto angeboten, eine Karte dem Kunden, Produkte, die damit eng verwandt sind, wie einen Überziehungskredit, Fremdwährungsangebot. Und jetzt werden wir dieses Produkt komplettieren. Für uns geht es darum, dass wir unseren Kunden eine vollständige Alternative zu ihrer Hausbank anbieten können, in allen Märkten, in denen wir aktiv sind. Für uns ist jetzt weniger relevant, welches andere Startup sich in welcher Nische bewegt. Nochmal, wir sind jetzt nicht so der Nischenplayer, sondern wir kommen aus dem Bereich des Girokontos, Kernbereich einer etablierten Bank, und wir werden das ganze Ökosystem von Produkten um dieses Girokonto herum aufbauen. Du hast ja schon erwähnt, Kundenwachstum. Lass uns darüber noch weiter sprechen. Also N26 musste ja sich mit einer Wachstumsbeschränkung durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin auch damit auseinandersetzen, weil die BaFin eben findet, dass N26 im Laufe mehrerer Jahre am Ende zu schnell gewachsen ist und ja Prozesse und Kontrollen aber nicht passend dazu weiterentwickelt wurden. Wenn du dich noch mal daran erinnerst, weißt du noch, was du gedacht hast, als 2021 bekannt wurde, dass eben das monatliche Kundenwachstum insofern gedeckelt werden soll? Die Einsicht, dass wir sehr viel, einen beträchtlichen Anteil unserer Ressourcen in Themen wie Compliance, Skalierbarkeit, Sicherheit investieren müssen, die ist vorher schon gekommen. Klarerweise, unser Businessmodell beruht an Wachstum. Wir haben mit sehr viel Herzblut dieses Produkt gebaut. Und jetzt geht es darum, zu wie vielen Kunden wir das bringen können. Deshalb sind Wachstumsbeschränkungen etwas, das wir ernst nehmen. Wir wollen natürlich uns damit beschäftigen, wie wir mehr Produkte launchen können und mehr Kunden erreichen können. Tatsächlich haben wir in den letzten 2 Jahren sehr viel unsere Ressourcen eben in diese Compliance-Themen investiert. Das Positive daran ist, dass wir, also vielleicht haben es die Kunden weniger mitbekommen, aber wir haben damit die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Das heißt, diese Plattform, die wir gebaut haben, ist so skalierbar, dass es für uns keinen Unterschied macht, ob sich morgen 50 Kunden bei uns anmelden oder 50.000 Kunden. Okay, also ist das dann auch das Key Learning so mit aus diesem Eingriff der BaFin? Das Key Learning sicherlich, die Spielregeln sind streng im Bereich der Finanzen. Das ist auch sicherlich in Ordnung. Und das sind die Spielregeln, die für alle gelten. Ich glaube, was man davon nur lernt, ist, wird eine Herausforderung sein und bleiben, sich die Agilität eines Startups, die ein Unternehmen wie N26 auch ausmacht, in diesem hochregulierten Umfeld zu
Ja. Reden wir weiter über Zukunftspläne. Bisher war ja der Fokus von N26 doch auch stark auf Europa. Welche Rolle sollen denn Märkte außerhalb zukünftig spielen? Also zum Beispiel in den USA und auch Großbritannien. Wir haben uns andere Märkte auch angeschaut. Tatsächlich ist das Learning eher, sich auf die Kernmärkte zu fokussieren. Wir haben in Europa 10 Millionen Kunden. Es gibt keinen Grund, dass es nicht 50 oder 100 Millionen sind. Das heißt, wir sind in allen Märkten noch sehr klein und jede Beschäftigung mit einem Markt außerhalb Europas führt zu einer Defokussierung in Europa. Man kann in Deutschland sicherlich mit unserem Produkt 10 Millionen Kunden oder mehr erreichen. Und das muss der Schwerpunkt für die nächsten Jahre sein. Und wie blickst du auf die Fortschritte bei der Konkurrenz? Also um mal ein Beispiel zu nennen, also niederländische Smartphonebank Bank hat ja, also die wagt ja jetzt den Sprung in die USA und auch will auch in Großbritannien wachsen. Das sind ja Länder, wo N26 gescheitert ist. Gescheitert. Es ist letztlich geht es in einem Startup darum, und das werden die Kollegen von anderen Mitbewerbern auch so sehen. Es geht darum, Dinge auszuprobieren, entscheiden, ob es funktioniert, eventuell iterieren oder das Thema auch wieder aufzugeben. Also wir waren ursprünglich in Deutschland, sind in 24 andere Märkte in Europa gegangen. Das war jeweils ein Erfolg. Hätte man auch die USA erfolgreich machen können, mit Sicherheit. Aber wir haben festgestellt, dass für die nächsten 5 Jahre die Ressourcen deutlich wertstiftender in Europa eingesetzt werden können. Und aktuell, da sind wir wieder beim aktuellen Umfeld, geht es sicherlich darum, hier in Europa ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen. Und während ich der Meinung bin, wenn wir in den USA geblieben wären, dass in 10 Jahren das ein sehr großer Treiber der Wertentwicklung hätte sein können, ist, wenn man jetzt für die nächsten 2, 3 oder 5 Jahre optimiert, ein Fokus auf Europa sicherlich die intelligentere Lösung. Ja, in jedem Fall. Gibt es da noch ein Beispiel? Also auf was kann man da gespannt sein, was mit Blick auf Europa kommen wird? Es gibt, glaube ich, zwei Themen, zwei Bereiche, in denen wir uns beschäftigen. Das eine, was wir sagen, sind die Brilliant Basics. Wir müssen heute feststellen, dass nicht jeder Kunde in jedem unserer Märkte die gleich gute N26 Experience hat. Das heißt, wir wollen noch einmal deutlich in unser Kernprodukt investieren und dann wollen wir weiter Produkte aufbauen. Das heißt, es geht darum, in jedem Markt das gesamte Angebot von Finanzdienstleistungen, die ein Kunde jetzt nachfragt, anbieten zu können. Und da sind wir auch noch nicht. Wird das Investment der nächsten Jahre sein. Und dann werden wir ein Produkt haben, das für viele Kunden in unseren Märkten, für den Großteil der Kunden, ein besseres Angebot ist als die Filialbank, bei der er vielleicht noch sein Konto hat und die er vielleicht gar nicht mehr nutzt. Kommen wir nochmal auf das Marktumfeld zu sprechen und inwiefern auch europäische Fintechs doch oft an die Grenzen ihres Wachstums irgendwo stoßen oder einfach umnavigieren müssen, bevor sie zu internationaler Größe gereift sind. Wenn wir über N26 sprechen, also Medienberichten zufolge haben ja zum Beispiel auch hat einer ihrer Top-Investoren geplant, Anteile zu verkaufen, zu einem Ramschpreis auf gut Deutsch gesagt. Also was würdest du sagen, fehlt es vielleicht auch generell an Vertrauen darin, also in Fintechs, dass sie ihre Milliardenbewertungen da hineinwachsen können? Oder was glaubst du, steckt dahinter? Als wir N26 gegründet haben, habe ich mir gesagt, die Finanzbranche ist die Branche, die most ready for disruption ist. Das heißt, bereit für nachhaltige Veränderungen, eine Branche von wirklich großen Opportunitäten. Ich habe diese Ansicht nicht geändert. Die Makrotrends sind absolut intakt. Ich glaube, dass buchstäblich Milliarden Leute weltweit und hunderte Millionen in Europa in den nächsten Jahren auf dem Markt sein werden. Leute, die immer noch ihr Konto bei einer etablierten Bank haben, obwohl sie die Bankfiliale nicht mehr nutzen. Und wir können jetzt diskutieren, ob es 50%, 60% oder 80% der Leute nicht mehr in die Filiale gehen, aber es werden jedenfalls mehr. Und diese Leute zahlen meistens für ein Filialnetz, das sie nicht mehr verwenden. Und sie haben jetzt keinen Zugang zu einer guten digitalen
Benutzeroberfläche. Interessant auch, wenn man sich ansieht, all die Branchen, die schon von Startups, die von neuen Technologien tiefgreifend verändert wurden, disrupted wurden. Diese Veränderung ist eigentlich nie von den etablierten Playern ausgegangen. Also es war jetzt nicht Blockbuster, das Netflix gegründet hat, oder die Record-Labels haben nicht Spotify gegründet, die Reisebüros haben nicht Booking gegründet und so weiter. Man kann durch ganz viele Branchen sich da durchdenken. Und ich glaube, es werden nicht die großen etablierten Banken sein, die die Art und Weise verändern, wie die Menschen weltweit ihre Bankgeschäfte erledigen. Ja, das kann natürlich gut sein und das sind natürlich auch gute Argumente aus Kundensicht. Aber was überzeugt denn Investoren auch, an diese Vision zu glauben? Es ist das Wachstum von N26 und die Kostenbasis, zu der wir Kunden betreuen können. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir basierend auf niedrigen Marketingaufwand, weil der Großteil unserer Kunden über Empfehlungen zu uns kommt, bis geringen Overheadkosten, moderne IT-Plattformen und dergleichen, dass wir die Kunden gut monetarisieren können. Jetzt geht es darum, wie viele Kunden wir auf unsere Plattform bringen können. Und ich glaube, die Opportunität ist sehr groß und es gibt sicherlich, wir machen das schon sehr lange und wir haben Investoren aus verschiedenen Entwicklungsphasen, die teilweise schon sehr lange bei uns an Bord sind. Es ist ganz normal, dass der eine oder andere sich überlegt, dass er irgendwann einen Teil seiner Anteile bei N26 verkauft. Ich bleibe voll investiert und bin sehr, sehr optimistisch, was die Zukunftsaussichten dieser Firma angehen. Ja, um zu guter Letzt den Bogen zu schlagen zum Anfang. Es ist ja klar, dass sich auch traditionelle Banken durchaus da herausgefordert fühlen können durch eben Erfolgsgeschichten wie eben die von N26. Deswegen auch mit Blick darauf, was nimmst du dir vor, mit Blick darauf eben ja auch die Bankenwelt weiter aufzumischen? Ich schaue tatsächlich bei N26 sehr, sehr wenig auf andere Player, weder traditionelle Banken noch sogenannte Challenger. Wir haben eine klare Vision, europäisches Banking besser zu machen. Wir haben die Strategie, in unseren Märkten stärker zu wachsen mit einem Produkt, das diesen Pull kreiert. Das heißt, das so attraktiv ist, dass Leute, die den Aufwand auf sich nehmen, ihr Konto, ihren Anbieter ihres Kontos zu wechseln. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke. Und an dieser Stelle ist natürlich auch noch Raum da für mögliche Fragen, falls es welche geben sollte. Möchte jemand was fragen? Vielleicht auch also in English, it's possible, right? Of course. Yeah? Does anyone have a question here? No? Okay. Yeah. So then, thank you all for being here and listening to us and yeah. Danke auch an dich. Und das war's auch schon wieder für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge entweder per Mail an today@handelsblatt.com oder per Text oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter arnes.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann stimmen Sie gerne beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises für uns ab. Den Link dazu packen wir Ihnen auch in die Shownotes. Und lassen Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.